Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Call of Cthulhu. Ich hätte fast gesagt Schatten über Innsmouth, Dark Corners of the Earth. Und ich habe mich schon ein bisschen vorangeschlichen, damit ich alles nochmal wiederholen muss, was wir das letzte Mal gespielt haben. Versuche mich hier mal einfach mal an den Eierköppen vorbeizuschleichen. Das hat das letzte Mal eigentlich ganz gut geklappt. Ach, bis zum Schluss des letzten Parts bin ich ein bisschen gierig geworden. Und die Helligkeit ist hier wirklich in dem Spiel ein Witz. Aber das ist so gewollt, also. Nummer einen. Zwei. Also hier sind mindestens drei Kasper. Nein, ich bewege mich nicht langsamer, das mache ich schon bewusst so. Was ich festgestellt habe, wenn wir diesen Unsichtbarkeitsmodus haben, also das Tarnmodus, also noch schöpfen wir keinen Verdacht, wenn wir diesen Tarnmodus haben und sind dann vielleicht noch hinter irgendeinem Fischernetz oder sowas, sehen die uns eigentlich wirklich so gut wie gar nicht. Also hier zum Beispiel sowas da haben. Ich hoffe, ihr könnt das einigermaßen erkennen. Ja, das ist jetzt ein schlechtes Beispiel. Also der läuft gerade ungünstig, möchte ich fast meinen. Obwohl es geht. Jetzt bloß leise und trotzdem. Zack, 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 zack. Hier einfach mal durch. Der läuft da immer seine Runden. Das sind also mindestens drei, die da rumstehen. Beziehungsweise zwei stehen rum. Einer läuft bei Bredouille. Und, ja. Ah, das letzte Mal bin ich hier denn links in den Raum reingerannt, weil ich da unbedingt ein Item haben will. Ich kann nicht mal hier rein, mich zu verstecken oder irgendwie sowas. Jetzt bin ich gerade selber ein bisschen verwirrt. Da, den Raum hatte ich gemeint. Da bin ich das letzte Mal rein, aber da will ich eigentlich noch gar nicht hin. Könnten wir eventuell ein bisschen Glück haben. Mist. Mist. Scheiße. Ja, jetzt komme ich aus dem Dingsmodus nicht raus. Ich bin im Arsch, Leute. Das Einzige, was ich versuchen könnte, ist das, aber ich glaube, ich verblute vorher. Scheiße, 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 scheiße. Mach hin, Jack, mach hin. Mann, hab ich gerade ein Schwein. Na kommt. Alter, die vertragen aber auch, das ist nicht mehr feierlich, Leute. Und Jack geht's immer noch nicht wirklich gut. Na komm, na komm, na komm, na komm. Nein, 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 nein. Das war abzusehen. Okay, wir versuchen es nochmal. Da mache ich aber für euch eine kleine Pause, weil ich versuche mal bis zu der Stelle wieder zu spielen. Weil ihr seht, wir sind hier vorne. Das hat keinen Sinn. Okay, bis gleich. Okay, Leute, willkommen zurück. Ich habe jetzt hier die Fischfabrik schon ein bisschen ausgedünnt. Hat mich furchtbar viel Munition gekostet. Ich hoffe, die respawnen nicht, die Kasper. Ich will immer noch. Immer noch da rein. Das war jetzt eigentlich ganz gut gelaufen. Mit den zwei Pennern hier. Jetzt sind hier erstmal alle weg. Hier wollte ich nämlich hin, Leute. Hier gibt's was ziemlich geiles. Erstmal ein bisschen Moon. Moon ist sowieso gut. Und
Wenn ich mich nicht täusche. Da. Das ist das Objekt meiner Begierde, Leute. Now I have a machine gun. Es ist ein bisschen Die Hard-mäßig hier. So, jetzt können wir mal ein bisschen ruhiger agieren, was mich echt freut. Bis hier bin ich vorhin gekommen. Jetzt können wir hier mal in Ruhe sammeln. Wie sieht's eigentlich munitionstechnisch aus? Ja, T. Thompson mit 150 Schuss. 8 Schuss leider bloß noch auf der Automatik. 16 Schuss auf dem Trommelrevolver. 25 auf der Schrotze. Und dann habe ich noch 10 Schuss für ein Gewehr, was ich aber noch nicht habe. Aber, naja. Hier sparen wir uns mal ein bisschen Mumpeln. Na, das war die Sprungtaste. Habe ich doch tatsächlich gerade nicht gefunden gehabt. Hier ist ein Speicherpunkt, den nehmen wir gleich. Ach, die Fischfabrik hier. Ich liebe sie, Leute. Es lackt. Da müssen wir nämlich erst noch was schaffen. Ich hoffe echt, die respawnen nicht, sonst habe ich echt die Arschkarte. Das geht nicht kaputt, das Glas. Ist da noch irgendein extra? Nee. Aber wir speichern mal. Ich bin mal so frei, Leute. Hallo. Ich würde gern speichern. Hallo? Warum lässt... Jetzt mal ernsthaft. Kannst du mir mal bitte erklären, was das soll? Hallo? Warum kann ich speichern? Was ist das für ein Scheiß? Kann ich nur ohne Waffe speichern? Kann das sein? Ah, wie lege ich die Waffe weg? So. Nee, geht auch nicht. So ein Mist. Du kannst nicht speichern. Ich will das nicht. Toll. Okay, also, ich fahre jetzt. Das, na gut. Nachladen ist jetzt nicht so schlimm. Mich trotzdem ob der falschen Taste ein bisschen erschreckt. Hallo. Danke. Hier müssen wir jetzt leider her. Hier ist ziemlich was los. Hier müssen wir nämlich einen Schlüssel finden, Leute. Der ist eigentlich gar nicht so weit weg. Krieg ich da unten drunter durch? Nein, natürlich nicht. Das wäre Quatsch. Das ist natürlich auch nice. Da hängt ja schon der Schlüssel. Wir machen es einfach mal kurz und schmerzvoll. Jack, I'm up here. Aber ich glaube, jetzt geht trotzdem gleich beim Bule los. Ruth, what the hell are you doing up there? I must have been followed. They stormed inside just moments ago. There was gunfire. Ach, das könnte ich gewesen sein. I only just managed to climb up here and threw the ladder down to escape. I'm trapped up here, Jack. The door's padlocked and this ledge isn't gonna hold for much longer. I don't wanna die. Ich hol dich da raus, Baby. Keep back. Yo. Mir wär's trotzdem mit Speichern lieber gewesen, Leute, ich sag's euch. Ich mach das jetzt echt kurz und schmerzvoll. Ich mach das mit Rennen, Leute. Da ist noch ein Gegenstand. Lasst mich jetzt einfach, ich will. Will los. Ich mach das echt kurz. Ja. Manchmal muss doch die Rambo-Taktik herhalten, Leute. Hui, bis jetzt hat's gut geklappt. Drei sind weg. Ich habe, glaube ich, keine Verletzung. Ne, sieht gut aus. Hui, hui, hui. Und merkt ihr was? Jack wird immer abgebrühter. Kann ich jetzt speichern? Immer noch nicht, verdammte Axt. Jetzt haben wir aber hier, glaube ich, den Schlüssel für gefunden. Ja, danke. Ist ja schon mal was. Ich würde gerne, danke. Ich habe gerade gedacht, ich komme gar nicht mehr zwischen den Netzen durch. Jetzt müssen wir hier trotzdem ein bisschen vorsichtig sein. Ich glaube, die ballern immer noch ganz gerne von unten. Und die treffen halt die Schweinebacken, ne?
Moment, Moment, das müssen wir ein bisschen anders machen. Ich muss erstmal. Die haben mich schon mal angeschossen. Das finde ich natürlich echt prickelnd. Wie sieht's denn sonst aus? Bloß der Arm. Ja. Da kann ich mit um, Leute. Wir müssen uns. Das Blöde ist, wir müssen uns ein bisschen beeilen. Roof hält das nämlich wirklich nicht ewig aus da oben. Ich mach das übrigens echt nur, weil die Mission, die Munition relativ wurscht ist. Ey, der trifft nicht, der Kerl, ne? Ja doch. Super. Vertigo-Effekt. Ah, ich liebe ihn. Ah, da kommen wir, glaube ich, gar nicht dran vorbei. Oh, bitte, bitte, bitte. Oh, danke. Alter, Alter. Ich muss rüberkommen. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Und jetzt erstmal. Es bringt nichts. Erstmal heilen. Oh, dann sind wir zerschossen, Leute. Ja, 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 ich weiß. Ich breche auch gleich zusammen. Guck mal, was der Bildschirm sagt. Ich bin gleich tot. Ja, 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 ja. Wir haben es geschafft. Da gibt's Heilung. Warte mal. Mal die Rambo-Methode. Jawohl. Läuft. Na komm mal, Dicke. Hab ich gerade Dicke zu dir gesagt? Ist gar nicht dick. Ihr wisst ja, Leute, das ist Jugendschläng. Da sagt man mal Digger. Kann man zu einer Frau auch Dicke sagen. Oh, hier dürfen wir nicht lang. Dann bleibt uns ja wohl nichts, als aus dem Fenster zu springen. Ja, Jack, du bist echt ein Fuchs. Dann geh doch mal raus, Sir. So, jetzt müssen wir hier trotzdem ein bisschen vorsichtiger sein. Ich denke mal, hier wird alles voll sein mit Dödelköppen. Erstmal Heilung. Heilung ist super. Geht's da noch rein? No. Oh, ich glaube, wir haben es geschafft. Die Flucht aus Innsmouth ist geglückt. Ah. Und wir haben Roof sogar gerettet. Ich glaube, hier muss ich jetzt nichts mehr machen. Mann, bin ich froh. Ein Arschlochteil des Spiels zu Ende. Da kommen die Jungs vom Büro. Die sind übrigens auch nicht gerade netter. Und ich würde aber sagen, ich beende schnell den Part und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, Leute.